Es ist der Abend der Entscheidung. Alle drei Finalisten haben sich durch außergewöhnliche Ideen im Bereich gesundes Leben ausgezeichnet. Doch nur ein Start-up kann das Unterstützungsprogramm im Zürcher Viaduktbogen gewinnen. Ich habe mich zwar sehr, sehr gefreut auf den Tag, aber gleichzeitig hat sich auch eine riesen Spannung aufgebaut. Kann man es noch besser erzählen? Sage ich das Richtige? Treffe ich all die Punkte, die ich eigentlich immer rein kann? Kann ich die ganze Leidenschaft, die da drin ist, eigentlich auch wirklich vermitteln? Die drei Finalisten hatten genau 7 Minuten Zeit, um ihre Idee zu präsentieren. Der Höhepunkt einer intensiven Vorbereitung mit Coachings, die sich über Wochen hinzog. There is a huge pool of people like Christian who have a lot of experience, skill and even they want to contribute, they want to connect and they want to work. So we find a way of bringing those people in a good way back into the workforce, in a mutually beneficial way, that is. I took the bike here, but because I'm an iGoGive user, I actually raised $6.55 doing that for charity. And I think that's amazing. For me, that's a motivator to take the bike or to walk or swim to work if I could, instead of taking the tram or the bus. Wenn man die Spiele anschaut, vor allem digitale Spiele, und das wissen die, die älter sind, sicher sehr gut. Wenn man neben dem Kind hockt, dann ist man meistens Zuschauer oder im besten Fall ist man Mentor oder Lehrer, weil man wird überhaupt nicht in die Spiele integriert. Und genau das will ich ändern. Ich will Grosseltern aktiv ins Spielgeschehen mit einbeziehen. Ich habe es einfach jeden Tag 2-mal vorgetragen für mich, meinen Mann, meine Mutter, meine Kinder, allen, die auch nicht wollen zuhören und wollen zuhören. Das Gewinnerprojekt erhält eine Anschubfinanzierung, einen Arbeitsplatz im Impact Hub und ein professionelles Netzwerk. Wie wichtig diese Elemente sind, weiß der Sieger des letztjährigen Programms, Ioannis Tarnanas. Er hat ein virtuelles Spiel für den Kampf gegen Demenz entwickelt, das bald auf den Markt kommen soll. If I want to say my biggest lessons is the kicks I got in the butt. I mean, we came out with some cool idea, we came with some know-how and some knowledge behind all this research that we've been doing, but nothing related to product. So fellowship really helped us reshape the whole idea, the whole business plan, and now it's actually something that you can see from my mobile phone. It's actually live now, it's really a product. Genau auf diese Unterstützung hoffen nun auch die diesjährigen Finalisten. Potenzial ist bei allen vorhanden, sagt Jurymitglied Dominik Escher, der das Programm von Anfang an begleitete. Wenn man vor 3 Monaten reingeschaut hat, waren meistens so Ideen rum, Konzepte rum. Und jetzt innerhalb von 3 Monaten haben die einige aus dem Boden stampfen. Und ich glaube, mit der Unterstützung vom HAP und von Novartis kommt das jetzt wirklich gut in die Bahnen rein. Doch ein Projekt überzeugte die Jury besonders. Gewonnen hat iGoGive, eine App, die Sport mit Charity verbindet. You've won. How do you feel? Yay! Amazing. It feels great. I don't think I realize it yet. Yeah, not yet. Tomorrow. You can ask us that question tomorrow. Exactly. Der Entscheid fiel einstimmig, sagt Jurymitglied Matthias Leuenberger. iGoGive sei ein Projekt mit hohen Erfolgschancen. Sich bewegen ist etwas, was man für Gesundheit tut. Und wenn man dabei noch etwas Gutes tut für andere, ist das einfach eine gute Idee. Und die Umsetzung ist auch weit vorgeschritten. Wir haben das Gefühl, das ist wirklich eine Idee, die fliegt. 9 Monate intensive Arbeit warten jetzt also auf die Gewinner. Und die wissen auch schon genau, wie es weitergeht. We plan to go live in June, July. So get ready, Switzerland, for that, and Novartis and everyone. And then we keep on working on it, improving it. And as Nick said, get charities, corporations, users. Now it's all about the growth. Auch für die anderen beiden Startups, die nicht gewonnen haben, wird die Arbeit weitergehen. Eileen Zumstein spricht den Jungunternehmerinnen Mut zu. Den anderen zwei würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass sie nicht aufgeben sollen, dass sie die Leidenschaft, die sie mitbringen, dass sie mit dieser Leidenschaft weitermachen. Weil es braucht so Leute in der Schweiz, es braucht innovative Ideen und es braucht auch weiterhin Unternehmer, denn wir sind ein Land mit ganz vielen Unternehmern. Der Weg zum Erfolg ist lange.
Aber für iGoGive ist dank dem Impact Hub Zürich und Novartis ein wichtiger Schritt getan.